Ja, das mit der Kirche, das mit dem Kirchenbrand sollst du vielleicht für dich behalten. Das ist Was vielleicht ist denn keine da drüben schlechte los? Idee. Wir gehen besser und sehen nach. Leute, beruhigt euch! Was ist am Steinbruch geschehen? Hört doch! Aha, ein Zwischenfall. Ja, es gab einen Zwischenfall. Unser Sag ich Freund doch. Otto Blackface wurde im Steinbruch verletzt. Was ist geschehen? Der Graf von Shiring hat seinen Männern geboten, uns davon abzuhalten, Steine aus dem Steinbruch und Holz aus den Wäldern zu holen. Warum? Warum sollte Percy Hamley das tun? Wir wissen nur, was uns seine Männer gesagt haben. Dass der Graf von Shiring den Bau der Kathedrale von Kingsbridge nicht länger unterstützen wird. Oh nein, was sollen wir denn jetzt machen? Ich werde selbst nach Shiring reiten und mit Percy Hamley sprechen. Gut und schön. Aber wie sollen wir ohne Steine und ohne Holz weiterbauen? Ich will hier bezahlt werden, bevor hier alles zugrunde geht. Ich muss meine Familie ernähren. Beruhigt euch! Ihr habt den Prior gehört. Er wird selbst mit dem Grafen sprechen. Und ich habe für einen Fall wie diesen vorgeplant. Ihr sollt bald bezahlt werden. Und es wird noch genug Arbeit geben, für mindestens einen Monat, für alle von euch. Ich vertraue Tom. Ich sage, wir bleiben. Und ich vertraue unserem Prior. Ich werde alles Nötige vorbereiten. Ich bin gleich bei euch. Was, wenn der Graf Philipp kein Gehör schenkt? Ich muss mit Philipp reden. Komm später bei mir zur Haus vorbei, ja? Was ist denn mit dem Buch, das wir suchen wollten? Nicht jetzt. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich Philipp helfen kann. Ich werde das Buch schon finden. Wir werden das alles geregelt bekommen. Und jetzt zurück an die Arbeit. Unsere Kathedrale baut sich nicht von selbst. Und du, Jack, pass auf Jonathan auf. Was? Schon wieder? Okay, ja gut. Wir haben ja noch einige Aufgaben. Hey, kleiner Bruder. Ich hoffe, du weißt es zu schätzen, dass ich auf dich aufpasse. Ich habe einen Käfer gegessen. Sag's lieber. So, dann würden wir vielleicht mal ein bisschen weiter werden. Wir verhauen sie noch. Oh, Kacke. Ich bin so schlecht. Bin ich ganz konzentriert bei der Arbeit oder was? Was stimmt nicht mit mir? Warum kann ich mich heute nicht konzentrieren? Und das Gesicht stimmt immer noch nicht. Ich krieg das Gesicht nie. Ich bin fürs Erste damit fertig. Ich kann den Kragstein nicht mehr sehen. Verdammt! Hüte deine Zunge! Entschuldigung! Verdammt! Ich musste noch viel besser werden. Ich bekomme diesen Ausdruck nie richtig hin. Das ist nicht Demut, Liebe und Sorge. Er wirkt überrascht. Ein überraschter Kragstein. Nutzlos. Ein überraschter Kragstein. Ich bin fürs Erste damit fertig. Ich kann den Kragstein nicht. Na dann. Gehen wir wieder zum Haus. Ich werde alles tun, was ich kann, damit ihr euren Lohn erhaltet. Ich weiß, ihr habt uns damals aufgenommen, als wir aus Earl's Castle fliehen mussten. Mein Mann hat seitdem immer hier gearbeitet. Und wir wollen bei unserer Lady Aljena bleiben. Aber wir haben keine Wahl. Oh, Mary. Meine Familie und ich auch.
Wir alle verdanken Philipp viel. Ich vertraue euch, Vater. Aber ich riskiere dort oben jeden Tag meinen Hals. Meine Frau hat recht. Wenn ihr unseren Lohn nicht zahlen könnt, müssen wir weiterziehen. Kingsbridge ist unser Zuhause. Ich will hier nicht fort. Lasst mich nachdenken. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, wie wir eure Arbeiter früher entlohnen können, Philipp. Aber es wird Tage dauern, bis wir unseren Erlös von der Wollmesse haben. Es tut mir leid, aber in solch einer unsicheren Lage können die anderen Arbeiter und ich nicht so lange warten. Vertraut mir, Philipp. Mir fällt schon was ein. Jack. Genau, da finden wir schon was. Du sagtest, du wärst mit deinem Kragstein fertig. Was ich gesehen habe, sah aber nicht fertig aus. Es ist schwierig. Ich brauche mehr Zeit. Er muss aber heute fertig werden. Wenn du es nicht schaffst, muss Alfred ran. Das ist mein Kragstein. Nichts von all dem hier gehört uns. Figurenmeißeln ist die einzige Arbeit, die du nicht Alfred gegeben hast, um sie zu vermasseln. Wir sollten dankbar sein für die Arbeit, die wir tun dürfen. Und in unserer Arbeit müssen wir gründlich und beständig sein. Dankbar für das, was wir tun dürfen? Du warst es doch, der unbedingt eine Kathedrale bauen wollte. Du hättest andere Arbeit haben können, aber nein. Monatelang hast du alles andere abgelehnt. Das stimmt, ohne Rücksicht auf Verluste. Wann wirst du Jonathan erzählen, was damals im Wald passiert ist? Ich hätte das mit Jonathan nicht sagen sollen. Scheiße. Tja, zu spät, würde ich sagen. Wir müssen noch irgendwas für die Hände finden. Vielleicht weiß er an der Brücke was Bescheid. Kennt ihr ein Mittel gegen raue und trockene Hände? Deine Mutter wüsste da bestimmt etwas, das hilft. Sie arbeitet gerade in ihrem Kräutergarten. Den Weg runter zu deiner Linken. Mhm. Den Weg zu Jacks Steinbruch. Stimmt, da wollten wir ja eh hin. Und auf dem Markt wollten wir noch mal nach dem Buch fragen. Die Walkerinnen unten im Dorf haben Probleme. Na doch, Walkerin. Das wundert mich nicht. Ich konnte das nur ein paar Tage lang machen. Dann habe ich es aufgegeben. Auch wenn Aliena gut bezahlt. Nimm das hier. Mutterskräuter Minus kann damit dieselbe für die Walkerin machen. Au. Brennnessel? Du musst sie in einem Mörser zerreiben und dann Salbe daraus machen. Cuthbert hatte einen Mörser. Die Salbe wird den Walkerinnen helfen. Brennnesselsalbe. Aber nicht langfristig. Wenn sie nicht wollen, dass ihre Hände bluten und schmerzen, dann müssen sie mit dem Walken aufhören. In Ordnung. Danke. Na dann. Nein, Mutter meinte, ich soll Salbe daraus machen. Okay. Salbe draus machen. Und wo kriegen wir jetzt hier? Wo kriegen wir ein Gefäß zum Salbe machen hier? Bunte Stoffe, Tür zum Kreuzgang, Küchentür. Vielleicht hier. Hallo, Milius. Ah, Jack. Und Jonathan. Gerade ist es nicht so günstig. Bruder Cuthbert hätte die Äpfel hier unten etwas sorgfältiger lagern können. Ich bin mir sicher, dass es alles seine Richtigkeit hat, Bruder Andrew. Sogar das Salz ist feucht geworden. Cuthbert wusste, was er tat. Was macht Bruder Andrew denn da unten? Wir bekommen bald einen neuen Zellerar. Andrew bereitet alles für die Übergabe vor. Vielleicht sollten Sie sich auch gleich einen neuen Küchenmeister suchen. Warum? Wenn das, was Cuthbert getan hat, jetzt nicht mehr gut genug ist, dann kann meine Arbeit auch nur ungenügend sein. Cuthbert wusste immer Bescheid. Viel besser als ich.
Ist er tot oder was? Du vermisst Cuthbert, oder? Das tue ich. Der Gedanke daran, die nächsten Jahre ohne ihn zu verbringen. Aber du bist doch nicht allein. Ich wäre lieber alleine, als für den Rest meiner Tage mit jemandem wie Bruder Andrew hier eingesperrt zu sein. Oder wer auch immer der nächste Zellerar wird. Hast du schon mit Philipp darüber gesprochen? Nein, aber das sollte ich. Philipp und ich haben uns noch nicht über Bruder Cuthbert unterhalten, seit er uns verlassen hat. Ein Prior hat doch ganz andere Sorgen. Zwei. Besser nicht. Drei. Ich will ihn nicht stören. Vier. Fünf. Hast du vielleicht einen Plan? Rieche ich da Brennnessel? Ja, ich will eine Salbe machen. Die Hände der Valkarinnen sind ganz rau und wund. Nesselsalbe hilft gegen den Schmerz, sagt meine Mutter. Das ist gut von dir, Jack. Du kannst Cuthberts Mörser auf dem Tisch da benutzen. Er hätte sich gefreut, dass du ihn für einen guten Zweck benutzt. Sechs. Dann wollen wir mal. Ich stehe mich jetzt hier besser an als mit der Statue. Na also. Ja. Hab's fast. Oh. Und ich dachte, ich habe den Dreh raus. Sehr gut. Gut. Und was jetzt? Milius? Ja? Weißt du, wie man Salbe macht? Ja, sicher. Man braucht lediglich etwas heißes Fett und Bienenwachs. Danke. Salbe für die Hände der Arbeiterin. Weißt du, Jack, du würdest wirklich ein guter Mönch sein. Was? Ich? Ich glaube, das würde nicht gehen. Warum nicht? Du kannst lesen, du weißt schon etwas über Heilkräuter und deine Gesellschaft tut uns allen gut. Soll das hier Wein sein? Was? Hier unten in der Ecke. Nein, das ist Essig. Das ist Essig. Der sollte da nicht stehen. Was hat sich Cuthbert dabei nur gedacht? Herr, steh mir bei. Damit ich Bruder Andrew nicht aus meiner Küche jage. Ich glaube nicht, dass ich angebracht. Ein guter Mönch wäre. Warum nicht? Selbst Philipp glaubt das. Ist ja auch nicht wichtig. Ich muss jedenfalls kein Mönch sein, um hier vorbeizuschauen, damit wir uns unterhalten können, oder? Das stimmt. Das stimmt. Und ich befürchte, ich muss jetzt zurück an die Arbeit. Danke für die Hilfe. Ich kenne den Text nicht. Ich habe hab das Skript nicht gelesen. Zeichnen mit Kreide. Wenn dein Bruder Alfred sich nicht entschuldigen will, dann müssen wir ihn eben dazu zwingen. Was denkst du? Was hat er geschrieben? Sag es mir! Kannst du nicht lesen? Was hat er geschrieben? Alfred kann nicht lesen. Einfach nur deinen Namen, du Schwein. Er hat geschrieben, dass du ein Schwein bist, Alfred. Was sollte das? Du musst ihm doch nicht vorlesen. Was machst du denn? Nimm zurück, was du über jener gesagt hast. Was ist so schlimm daran, dass ich sie flachlegen würde?
Was geht's dich überhaupt an? Kümmer dich einfach um deinen Kram. Das sagt ja der Richtige. Fight. Solltest du nicht arbeiten? Wie denn, wenn dein hässliches Gesicht mich ständig ablenkt? Oh, wie schlagfertig. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Nicht? Du kapierst es einfach nicht, oder? Nimm zurück, was du vorhin gesagt hast. Sieh ihn dir an. Der ist echt sauer auf dich. Ein guter Kampf im Kreuzgang. Niemand schert sich einen Dreck darum, was du willst. Faustkampf im Bosskampf. Let's go. Mit dem bin ich noch nicht fertig. Ihr seid auch nicht viel besser als er. Was habe ich denn getan? Ja, halt ihn da raus. Du bist noch schlimmer, du Zwerg. So wie du immer hinter meinem Rücken über mich redest. Nicht negativ. Nicht den Begriff Zwerg negativ. So nieder? Dein Bruder hatte recht, du bist wirklich ein Arsch. Halt's Maul. Halt du doch dein Maul. Ich will nicht mit denen reden. Hey, Alfred. Was? Au! Du wirst niemals ein Baumeister. Du wirst an einem Galgen in Shiring baumeln. Wie dein Vater. Der Dreck. Das will mir noch sehen. Was sagst du da? Oh, er weiß es noch nicht mal. Wir haben es in der Taverne gehört. Dein Vater war ein Dieb. Sie haben ihn aufgeknüpft. Fängst du jetzt an zu heulen? Oh, dein Bruder ist so peinlich. Wenigstens bin ich kein fettes Schwein und kein potthässlicher Mönch. Verpiss dich einfach, du Bastard. Und klau nichts auf dem Weg nach draußen. Alfreds Bemerkungen. Als er sich mit Jack gestritten hat, hat Alfred ein Gerücht mit Jacks Vater erwähnt. In einer Taverne hat Alfred gehört, dass Jacks Sherbrook ein Dieb gewesen sein soll, der angeblich in Shiring gehängt wurde. Kann das stimmen? Wer war Jacks Vater wirklich? Nein, ich muss mir was Neues einfallen lassen. Okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal. Wir müssen noch dieselbe zurückbringen zu dem. Hoch mit dir! Der Mörfel rührt sich nicht von selbst an. Stimmt, den Wahlkampf. Ich mache eine wohlverdiente Pause. Wohlverdient? Einen Tritt in den Arsch hast du verdient, du fauler Trunkenbold. Besser betrunken als ein bärtiger Bastard. Na los, tritt mich doch. Zeig, was du kannst. Bitte. Merkt ihr nicht, dass das zu nichts führt? Überleg doch nur einmal kurz, was andere Leute tun würden. Was? Wer? Der Prior. Genau, ja. Prior Philipp torkelt auch nicht betrunken durch die Gegend, oder? Nee, tut er nicht. Aber ich auch nicht. Ich sitze. Und genau da ist das Problem. Hoch mit dir und fang an zu schieben. Philipp würde das auch tun. Würde er nicht. Eine Pause ist wie der heilige Sonntag. Es ist eine Sünde, am Sonntag zu arbeiten. Das stimmt. Es ist aber nicht Sonntag. Aber es ist meine Pause. Tom Bilder. Na, das ist mal ein hart arbeitender Mann, nicht wahr? Der ist auf jeden Fall ein hart arbeitender Mann. So viel ist sicher. Aber er ist auch ein Mann, der weiß, wann Zeit für eine Pause ist. Und er weiß auch, wann man anderen mal ihre Pause lassen sollte. Du hast doch gar nicht Pause.
Du hast den halben Tag nur auf dem Pott gesessen. Das war deine Pause. Also verdirb mir nicht jetzt auch noch meine eigene. Oh, Mann. Jetzt legen sie aber los. Wenn ich Pause mache, musst du auch eine machen. Hat deine Frau wohl wieder gekocht, was? Was fällt dir ein? Sauf dich doch tot! Nein, nee. Alfred Bilder. Oh, der ist ein gutes Beispiel. Er ist jetzt Baumeister. Aber er trinkt auch ganz gern mal ein Bier, nicht wahr? Und ja, das tut er. Aber bei der Arbeit ist er immer nüchtern. Immer. Weißt du, vielleicht sollte ich ein bisschen mehr wie Alfred sein. Ich auch. Alfred, das ist jetzt nicht euer Ernst. Also dann, zurück an die Arbeit. Nicht sein Ernst. Nein, meine Pause ist noch nicht vorbei. Alfred Bilder wüsste genau, wann es Zeit ist, wieder zu arbeiten. Alfred Bilder wüsste auch genau, wann er verdammt nochmal sein Maul halten sollte. Das bezweifle ich. Würde ich einfach sagen, das bezweifle ich. Ah, Jack Jackson. Wer ist das denn? Nie von dem gehört. Das bin ich. Dachte, du wärst Jack Bilder. Naja. Weiß nicht so recht, was ich von dir halten soll, wenn ich ehrlich bin. Solltest du nicht arbeiten? Du hast die ganze Zeit nur durch die Gegend und erledigst eigentlich auch nichts. Okay, stimmt auch wieder. Halt du uns wenigstens nicht von der Arbeit ab. Verstanden? Vergesst es einfach. Was ist mit König Stefan? Also das ist mal ein Mann, der viel rumsitzt. Woher willst du das denn wissen? Er hat einen Thron. Er ist der König. Natürlich hat er einen Thron. Und auf dem sitzt er herum. Er hat einen Thron. Heißt, er ist ein Mann, der weiß, wie man richtig herumsitzt. Ah, so wie du also. Ja, genau. So wie ich in meiner wohlverdienten Pause. Oder so wie du in deiner, lustiges wenn du den Gespräch. Tag im Scheißhaus verbringst. Aber das hab ich doch gar nicht. Ich hab dich doch bis hier furzen hören. Glaubst du wirklich, ich will einen halben Tag auf dem Scheißhaus verbringen? Glaubst du das wirklich? Na. Okay, nehmen wir den noch. Der Graf von Shiring. Welcher genau? Graf Bartholomäus oder der Fettsack? Der Neue. Percy Hamley. Du kennst den Namen unseres Grafen nicht? Mein Graf ist er sicher nicht. Ich bin aus Earl's Castle. Bartholomäus war ein Graf und ein guter Mann. Aber jetzt ist er tot. Weg. Du solltest den Namen deines neuen Grafen kennen. Welchen? Vom Fettsack? Percy Hamley. Weißt du was? Ich weigere mich, mir seinen Namen zu merken. Was? Warum? Aus Trotz. Was er meinem Grafen angetan hat, war nicht richtig. Das, was du hier machst, ist auch nicht richtig. Deinen Namen merke ich mir auch nicht mehr. So. Das wagst du nicht. Schon passiert. Ach ja, die sind ja ein paar lustige Leute hier. Bruder Arnold. Ein gutes Beispiel für wahr. Der arme Mann steht mit einem Fuß im Grab. Und was ist deine Entschuldigung, auf dem Friedhof herumzulungern? Was ist deine Entschuldigung, dass dein Gesicht mit diesem Bart aussieht wie ein Bärenarsch? Geh wieder an die Arbeit! Niemals! Und hör auf zu brüllen! Niemals! Ich brülle nicht. Der Subprior. Oh, fang mir bloß nicht mit Subprior Remigius an.
Er ist ein hart arbeitender Mann. Das ist er. Kein Zweifel. Was? Dass er ein hart arbeitender Mann ist. Wer? Sub Prior Remigius, du Trottel! Was? Wie können Sie es wagen? Sehr schön. Wie könnt ihr es wagen? Schreit ihr auf dem Friedhof herum wie wilde Heiden? Aber ich, wir... Ruhe! Wisst ihr überhaupt, wie schwer die Arbeit eines Subpriors ist? Wie viel Hingabe und schmerzhafte Arbeit es ist, unsere Novizen zu unterrichten, unsere Mönche? Und ihr wagt es, mich einen Narren zu nennen? Wir haben doch nicht... Ruhe, sagte ich! Lasst mich über einen Weg nachdenken, wie ich euch zwei verständlich machen kann, welches Betragen ich von euch in Zukunft erwarte. Die werden wohl eine Weile beschäftigt sein. Auf jeden Fall. Wir schenken euch unser Vertrauen. Wir nehmen euch bei uns auf. Und so dankt ihr es uns also. Nimm Kaspers Grab. Ich hoffe, du bist glücklich, wo du auch sein magst. Was meinst du mit, wo du auch sein magst? Er liegt da drin. Ich habe dafür gesorgt, dass er dort in Ruhe aufs jüngste Gericht warten kann. Philipp glaubt, wir kommen in den Himmel, wenn wir sterben. Nein, wir liegen da und warten aufs jüngste Gericht. Deshalb will ich, dass mich eine gute Seele begräbt, damit auch ich gut liege. Aber du hast ja gesagt, du willst mich nicht begraben. Das ist lange her. Das war ja, es ist keine gute Seele, die wir hier in der Priorei verbracht haben. Ja, schon irgendwie, aber... Ich werde dich begraben, Bruder Arnaldos. Keine Sorge. Danke dir. Und danke, dass du dich um Cuthbert kümmerst. Cuthberts Ende. Oh, ein längerer Text. Cuthberts letzte Tage. Cuthbert starb in den ersten Wochen des Jahres 1141. Es war wieder ein harter Winter gewesen. Den Tagen vor seinem Tod hatte sich Cuthbert über Schwierigkeiten beim Atmen beschwert und einen Schmerz in der Brust. Er bat Milus, etwas Lungenkraut zu sammeln. Der Tee, den er auf dem Kraut brühte, aus dem Kraut brühte, schien ihm Linderung zu verschaffen. Doch in der gleichen Nacht sucht ihn ein schweres Fieber heim. Sein Atem war flach. Minus blieb bei ihm, bis er schließlich einschlief. Am nächsten Morgen wachte er nicht wieder auf. Als Kaspert starb, war er 68 Jahre alt. 58 Jahre seines Lebens hat er in Kingsbridge verbracht. Niemand in der Priorei war alt genug, um sich noch an seine Ankunft in Kingsbridge zu erinnern. Cuthbert sprach nie über seine Familie, aber den meisten Mönchen war er wie ein Vater gewesen. Und zu seiner großen Freude hatte er in den letzten Jahren seines Lebens den kleinen Jonathan, den Großvater sein dürfen. Möge Cuthbert nun in Frieden ruhen. Okay, Herr Jonathan, was machst du denn da drüben? Alles in Ordnung, Jonathan? Ich gehe besser nicht zu nahe. Frau Philipp ist zu gutmütig. Immer ist es der Subprior, der sich um all die Dinge kümmert, die er lieber meidet. Und deswegen musste es so weit kommen. Gewissermaßen hat der Subprior mehr Verantwortung als der Prior. Und auch mehr Sorgen. Aha. Wir gehen mal hier hinein. Und er ist schon hier. Ist auch seltsam, dass er immer schon da ist.
Woran arbeitest du? Geh weg! Ich muss mich konzentrieren. Das ist bestimmt nicht leicht, Unternehmen zu kopieren. Woran arbeitest du? An einer Kopie von dem Buch, das Philipp geschrieben hat. Wir haben das Original letztes Jahr fertiggestellt. Ich wusste gar nicht, dass er ein Buch geschrieben hat. Nur wenige wissen das. Der Inhalt ist... Er ist etwas kritisch, was die Kirche und Bischöfe angeht. Nach seiner Erfahrung mit Bischof Walleron hat er sich mit etwas beschäftigt, das er Judicia Cleri nennt. Judicia Cleri? Die Urteile des Klerus? Ja. In der Vergangenheit gab es viele grausame Prüfungen, um die Schuld oder Unschuld eines Mannes zu bestimmen. Der Herr selbst sollte über sie richten. Diese Verfahren nannte man Judicium Dei, das Gottesurteil. Mancher musste glühende Eisen mit bloßer Hand halten. Andere wurden ertränkt und einige dem Scheiterhaufen übergeben. Wenn sie unschuldig wären, würde Gott sie erretten. Hm. Es gäbe keine Märtyrer, wenn das wahr wäre. Selbst Adolphus wäre verschont worden. Ja, Gottes Wege sind unergründlich. Philipp will, dass diese schrecklichen Verfahren ein Schatten der Vergangenheit werden. Denn Grausamkeit führt stets nur zu mehr Grausamkeit. Oha, da würde sich große Freunde machen, in Anführungszeichen, in der Kirche. Ja, Philipp glaubt, das waren keine Gottesurteile, sondern Urteile, die der Klerus bestimmt hat. Judicia Cleri. Richtig. Märchen und manipulierte Richtsprüche, um Freunde und Verbündete des Klerus freizukaufen. Falsche Wunder? Und die Kirche steckt dahinter?